Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Engelke, erstmal möchte ich Ihnen für Ihre engagierte Arbeit danken. Und ich möchte Ihnen vor allem auch dafür danken, dass Sie nicht nur ein oder kein bequemes Abnickgremium sind, sondern auch kritische Fragen stellen, kritische Beiträge bringen, die hier grundlegende Probleme benennen. Das würde ich mir in dieser Form auch von manchen anderen wünschen. Jedenfalls glaube ich, dass das, was Sie hier in Ihrem Bericht angesprochen haben, durchaus Zukunftsthemen und Zukunftsprobleme der gesamten Stadtgesellschaft sind. Ich will da nur in aller gebotenen Kürze ein paar rausgreifen. Sie sprechen das Thema Wohnungsnot an und die schwieriger werdende Situation, was bezahlbare Mieten betrifft, den Rückgang der Sozialwohnungsbestände. Das ist alles richtig, das sehen wir genauso. Und Sie schlagen ja de facto vor eine Sozialwohnungsquote, die wir hier auch seit längerer Zeit fordern. Wir würden uns wünschen, dass es dazu einen offeneren Diskurs auch in der Stadtverordnetenversammlung gibt. Ich glaube aber, um dieses Thema werden wir auf die Dauer nicht herumkommen. Das Thema Altersarmut, und das betrifft dann ja verschiedene Facetten, sowohl bundespolitische als auch kommunale. Ich glaube, damit werden wir uns auch kommunalpolitisch in der Zukunft verstärkt auseinandersetzen müssen, nämlich mit den Konsequenzen, die das auch für die Stadtgesellschaft hat, sowohl auf dem Wohnungsmarkt als auch in anderen Bereichen. Auch die Situation in der Pflege und die längst überfällige Aufwertung der Gesundheits-, sozialen Erziehungsberufe, um das mal so übergreifend zu formulieren, das ist ein Thema, mit dem wir uns seit langem beschäftigen. Und ich glaube, das ist jetzt nur begrenzt ein kommunalpolitisches, aber wir müssen natürlich auch ein Stück weit auch mal über den Tellerrand unserer Gremienpolitik hinausblicken. Und ich glaube, das ist durchaus der Ort, wo wir anlässlich eines solchen Berichts auch mal eine echte Diskussion über gesellschaftliche Problemlagen führen sollten. Denn da greift das eine ins andere in dem Fall. Genau, was die Radwegssituation betrifft. Und das ist ja ein Bündel von verkehrspolitischen Fragestellungen, die Sie da aufgeworfen haben. Wir haben natürlich dieses Problem, das werden wir hier im Stadtparlament noch diskutieren, im Zusammenhang mit dem Radverkehrskonzept. Ich glaube auch, wir haben hier ein Radwegenetz, das dringend der Überarbeitung des Ausbaus bedarf und das ein Stück weit auf Flickschusterei ist. Und da müssen wir, glaube ich, auch über kühnere Entwürfe diskutieren. In jedem Fall wäre es unglaublich wichtig, dass wir den Anteil des Radverkehrs, des Fußverkehrs und auch des ÖPNV am Gesamtverkehrsaufkommen steigern und damit auch viele Möglichkeiten schaffen, jenseits der Vision der autogerechten Stadt, die im Prinzip längst überholt ist. Das betrifft dann auch die Frage des ÖPNV und der Ticketpreise, eine weitere kritische Anregung, die Sie hier hatten. Und ich glaube, dass wir, um den Anteil des ÖPNV zu erhöhen am Gesamtverkehrsaufkommen, auch über die Ticketpreise reden müssen. Wir müssen auch reden, sowohl über entsprechende Reduzierungen als auch weitergehende Vorstellungen. Sie bringen ja die Frage des kostenlosen Zugangs zum ÖPNV mit ein. Das sehen wir genauso. Insofern, ich würde mir wünschen, dass wir über den üblichen Schlagabtausch von Antrag, Gegenrede, Ablehnung hinaus tatsächlich auch mal eine übergreifende Diskussion über diese Themen hier und anderenorts führen könnten, die diese und ähnliche Anregungen auch von Ihrer Seite berücksichtigen. Vielen Dank. Herr Dr. Rumpen.